What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Blackwood Crossing heißt das liebe Spiel hier, das jetzt auf meinem Kanal hier erscheinen wird. Für ein paar Folgen wird ein kurzes Projekt sein, zumindest habe ich mich informiert und habe gesehen, dass es nicht das längste Spiel ist. Ja, ich will ein bisschen Abwechslung zu Dead by Daylight für mich persönlich momentan, denn ja, hab gerade so eine kleine Dead by Daylight Phase, wo mich das Spiel nicht so fasziniert. Habt ihr es bemerkt? Habt ihr es bemerkt, Freunde? Dass da gerade gar keine Folgen kommen. Liegt aber ein bisschen auch daran, dass viel Stress war in der Arbeit auch und dann die Motivation für DBD nicht so gegeben war. Und ich spiele auch momentan gerade nicht so viel. Dead by Daylight, mich hat der Farming Simulator irgendwie ergriffen und der lässt mich gerade auch nicht so los. Keine Ahnung, wollt ihr Folgen zum Farming Simulator? Soll ich da ein Projekt mal starten? Ich weiß es nämlich wirklich nicht, ob ich da was aufnehmen soll. Ey, ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich bin überhaupt kein Landwirt, kenne mich da auch nicht wirklich aus. Aber das Spiel hat mich irgendwie, ja. Jetzt schieben wir hier ein kleines Projekt hinein. Blackwood Crossing. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Das wird jetzt mal erscheinen, bis das Spiel aus ist. Ne? Und dann gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter, Freunde. Also keine Angst, DBD-Folgen kommen wieder. Auf jeden Fall. Ne? Ich werde DBD nicht beenden. Neues Spiel hier. Neues Game. Freunde, neues Game. Ich bin hier übrigens im Fenstermodus. Warum bin ich hier im Fenstermodus? Wollte ich gar nicht. Wir müssen dann in die Options. Danach, Freunde, danach. Blackwood Crossing. Jo, ich glaube, ihr seht das gar nicht, dass ich hier im Fenstermodus irgendwie bin. Okay, Moment mal. Moment mal. Das ist... What the hell? Moment mal, Freunde. Einstellungen. Grafikeinstellungen. Der Fenstermodus, den wollen wir mal raus hier. Steuerung. Das geht mir viel zu schnell. Ja? Ich gehe jetzt mal hier. Das ist immer noch... Das ist immer noch sehr schnell für mich. Ich bin so der absolute Low-Sense-Spieler. Eigentlich. Ja. Can you hear me, Scarlett? Jo, Moment mal. Okay, gucken wir doch mal. Ja, dürfte passen. Sollte klar, I'm coming. Sollte klar gehen. Die Stimmen habe ich ganz laut gemacht. Sollte auch klar gehen, Freunde. Einfach, dass ich dann die Klappe halte. Ist alles ein bisschen verzögert hier. Oh. Where are you? Einsamer. He'll lose that and then there'll be hell to pay. Wegpacken. Durchsuchen. Ich weiß gerade jetzt nicht, wie das. You keep calling out! So kann ich ihn wegpacken, okay. I'm trapped in the bathroom. Im Bad ist er gefangen. Ich durchsuche jetzt weiter, Freunde. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht aber nicht so aus. Ich will natürlich auch wieder nichts verpassen. Ihr kennt mich ja. Mir geht das immer noch zu schnell. Das ist irgendwie ein bisschen komisch hier. So verzögert. Aber gut. Aber gut. Ja. Na gut. Was haben wir hier? Wir packen den mal jetzt weg.
Hier kann ich nichts aufsammeln, wie es aussieht. Nö. Hier ist auch sonst nichts. Schlüsselbund und so. Aber ich kann da nichts nehmen. Ich will natürlich auch nicht von irgendjemandem was klauen. Wie ich dreinschau, Freunde. Na gut. Was haben wir hier? Scarlet, it's me, Finn. Help me, Scarlet. Fast ein bisschen sehr laut. Das überschlägt sich. So, Freunde, ich mache die Stimme noch ein bisschen leiser. So ungefähr. Was haben wir denn hier einsammeln? Somebody's lost their bunny. Jetzt haben wir... Ah, okay, da kann ich nur wechseln zwischen dem ganzen Zeugs. Aber jetzt habe ich eingesammelt. Dann kann ich wieder wegpacken. Mehr kann ich jetzt eh nicht machen. Irgendwie durch, also untersuchen und so kann ich. Das nicht, kommt mir vor. Take the easy way. Help me, Scarlet, I'm trapped! Öffnen, untersuchen. Moment mal, ich mach noch nicht auf. Aber hier können wir eh nichts mehr machen. Dann untersuchen wir doch erstmal. Finn, are you in there? There you are. The door's stuck. I can't get out. Na gut, dann öffnen wir mal. Get out of there. You'll get us both in trouble. Want to play Simon Says? Simon Says, pee yourself. Shut up. Come on. Simon Says, follow me. Finn, don't run off. Why can't he just sit still? Weil er ein Kind ist. Ne? Der kann halt hier nicht still sitzen. Na gut, wir haben hier alles durchsucht. You better not have been messing with people's stuff. Ich glaube mal, dass wir hier auch nicht großartig jetzt irgendwie was Neues dazu bekommen haben. Also einfach hier mal interagieren. Wo ist ein großer Raum? Where have you run off to? Scarlet, you're supposed to be playing. You'll upset the other passengers. There's no one else here. Simon says, look up. Simon says, look down. Okay. Nice shoes. Hey. Finn, where are you? Simon says, open the window. Open a window. Aber welches Fenster willst du denn geöffnet haben? Simon says, open the window. Ja, hier. Interagieren. Now you're getting it. Simon says, pick up the pen. Was haben That's wir denn hier? Not quite how I remember it. The pen on the table. Simon says, pick it up. I don't need a pen. You are hopeless. Ein hoffnungsloser Fall. Simon says, go to the door. Ich pack den jetzt mal nicht weg, sondern wir behalten den jetzt einfach mal und gehen wirklich zur Türe. Come on, Scarlet. Well done. Now. Open it. Okay. I didn't say Simon Says. Oh mein Gott, herrisch, sanft, sarkastisch. Haha, very funny. Simon Says, open the door. Jetzt dürfen wir, Freunde. It's okay. Simon is now saying, open the door. Okay. That was locked. Well done. Now.
Simon says, walk forwards. Okay, wir machen das jetzt einfach mal. Aber ich will trotzdem hier noch alles anschauen. Simon says, keep going. Okay, immer weiter. Halten wir uns jetzt daran, Freunde? Was ist denn das gewesen? Don't look right. Finn, is that you? Wir dürfen rechts schauen, denn das war nicht Simon Says. Simon hat nicht gesagt. Simon says, wake up. Okay. Simon Says. Finn? Das war ein komischer Traum. War das ein Traum? Jetzt ist die Maussteuerung besser, kommt mir vor. Kann ich hier was aufheben? Sieht nicht so aus. Jetzt Moment mal. Wenn ich jetzt hier weggehe. Finn, don't play games. Okay, er geht nicht weg. Jetzt ist er weg. Ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwas gibt. Oh, ich denke aber mal nicht. Hier werden wir nichts mehr machen können. Der ist wieder da. Hello. Wait, come back. Ja. Die Schlüssel hier. Hier liegen überall Schlüssel rum. Also es ist hier irgendwie nicht so, als würde man hier grundsätzlich was durchsuchen sollen. Denn ich denke, man soll hier einfach nur nachgehen. Ist immer sehr schwierig für mich, das zu machen. Und nicht weiter hier irgendwas. Scarlet! Finn! Help me! Help me! Öffnen. I'm coming! Please! Komm her jetzt! I can't hold on! Get off! What? What, Freunde? Und wir wachen wieder auf. Finn! Finn, where are you? So, Leute, okay. Wir gucken jetzt, wo Finn ist. Ob er jetzt... Da ist Finn. Da ist Finn. Wir gehen jetzt direkt zu Finn. Don't run off. Was ist denn das jetzt wieder? It's Grandad. Leute, was? Did you put the mask on him? There are more. Finn, don't disappear again. Was ist jetzt wieder? Finn. Check you out. It's a look. When did you get into movies? I'm full of surprises these days. Huh. Sweetheart, you would forget your head if it wasn't bolted on. Whose head? Sweetheart, you would forget your head if it wasn't bolted on. Ist der gleiche Satz? Leute. Looks like Grandma. Untersuchen. Grandma, can you hear me? You know, I've quite forgotten where it is we're going. It's like they're frozen, but you can still hear them. I think they're trying to talk to each other. What is that? I can't get through it. So, das ist ja interessant. Kann man hier durch?
So, jetzt mal hier nach hinten. Bisschen crazy hier alles. Schon ein ganz kleines bisschen crazy. That's odd. Huh. Hier ist aber auch irgendwie nichts. Nichts, was wir irgendwie tun können oder so. Hi. Nö, ich kann hier mit gar nichts interagieren. Was haben wir hier? Kann auch nichts aufheben. Kaffee? Nö. Gut, hier wird's wieder laut. Der ist schon sehr laut. Sind das die Effekte? Nö, sind nicht die Effekte.